eingelagert bei minus 196 Grad Celsius und statt Blut Frostschutzmittel in den Arterien. Und irgendwann, wenn die Forschung soweit ist, lässt man sich auftauen und wieder zum Leben erwecken. Nein, das ist kein Science-Fiction, sondern der Plan vieler Menschen. Ihr habt euch dieses krasse Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle Facts dazu. Wie weit ist die Forschung zur Kryonik? Welche Herausforderungen gibt es und werden wir vielleicht bald ewig leben können? Jetzt in Klicks zum Science-Fiction. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für diesen Themenvorschlag und wie ihr mir auch bei WhatsApp oder den anderen Messengern Themenvorschläge machen könnt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Einfrieren, auftauen und einfach weiterleben statt zu sterben. Klingt mal wieder nach Science Fiction pur, wird aber vielleicht bald Realität oder nicht. Das Thema ist hochaktuell. Dabei hat sich der erste Mensch schon vor gut 50 Jahren nach seinem Tod einfrieren lassen. Die Leiche vom Amerikaner James Bedford liegt seit Januar 1964 gut gekühlt bei minus 190 Grad in einem Metalltank. Er selbst, aber auch seine Anhänger gehen fest davon aus, dass er eines Tages wieder leben wird. Teams aus Medizinerinnen und Medizinern dagegen sehen das Ganze etwas kritischer. Viele halten es für komplett unrealistisch, vor allem in dem Fall Bedford. Denn schließlich wurde er vor 50 Jahren noch mit einer ganz anderen Technik eingefroren als heute. Der Fachbegriff für das Ganze lautet Kryonik und selbst heute gibt es technisch gesehen noch viele Herausforderungen. Das größte Problem sind wohl die Kristalle, die sich beim Einfrieren im Körper bilden. In Bedfords Fall wurde sein Blut deswegen auch durch Frostschutzmittel ersetzt, damit sein Gewebe nicht zerplatzt wie eine Flasche, die man im Tiefkühlschrank vergessen hat. Anhänger der Kryonik berufen sich in ihrem Glauben oft auf den Fall der Schwedin Anna Bägenholm. Sie stürzte bei einem Unfall unter die Eisdecke eines Flusses und konnte erst eine Stunde später gerettet werden. Durch eine Luftblase konnte sie zwar atmen, doch sie war klinisch tot. Es konnten keine Hirnaktivitäten gemessen werden, sie atmete nicht und ihre Körpertemperatur lag unter 14 Grad Celsius. Das Ärzteteam reanimierte sie, wärmte das Blut auf und schlossen sie an eine Herz-Kreislauf-Maschine an. Und tatsächlich, Anna wachte auf und es blieben keine bleibenden Schäden. Der Grund dafür, ihr Gehirn wurde sehr schnell abgekühlt und wurde so in einem unbeschädigten Zustand konserviert. Inzwischen setzen viele Forschungsteams eine ähnliche Technik ein, um Operationen am Herzen durchzuführen. Doch zurück zum Fall Bedford. Er war gestorben an einem Tumor und genau das ist das nächste Problem. Denn selbst wenn Forschungsteams es in der Zukunft schaffen könnten, seinen kompletten Organismus wiederzubeleben, würde der Sterbevorgang absolut sofort wieder einsetzen. Um das zu vermeiden, müssten irgendwie alle Zellen verjüngt werden, wie auch immer man das schaffen will. Ja, und ein ähnliches Szenario, das hat sich auch ein 14-jähriges Mädchen aus London entstritten. Vor Gericht hat sie durchgesetzt, dass sie nach ihrem Tod eingefroren wird. Denn sie pocht auf ihr Recht auf ein späteres Leben, wenn es Forschungsteams irgendwann einmal gelungen sein sollte, den Krebs zu therapieren. Dazu die junge Britin. Ich glaube, die Konservierung durch Einfrieren gibt mir die Chance, geheilt und wieder aufgeweckt zu werden. Und wenn es erst in Hunderten von Jahren ist. Konkret funktioniert die Technik so, die menschlichen Körper werden auf minus 196 Grad heruntergekühlt und in Behältern mit flüssigem Stickstoff gelagert. Ähnlich wie auch in dem Fall Bedford vor 50 Jahren wird das Blut ersetzt durch eine spezielle Kühlflüssigkeit, um zu verhindern, dass Zellen beschädigt werden. Das Gewebe wird schlagartig heruntergekühlt, damit sich keine Eiskristalle bilden, die Zellen verletzen könnten. Das Gewebe wird so zu einer brüchigen, glasartigen Substanz. Die Unternehmen in Russland und den USA beispielsweise, die diese Technik derzeit anbieten, konzentrieren sich meist auf die perfekte Konservierung des Gehirns als dem wichtigsten menschlichen Organ. Alles andere wäre kaum zu stemmen. Dann müsste man nämlich in jedem Zelltyp ein anderes spezielles Frostschutzmittel einsetzen. Die Anhänger der Kryonik gehen davon aus, dass künstlich hergestelltes biologisches Material in Zukunft alle anderen Körperstrukturen ersetzen kann. Die Kosten, eingefroren in Tiefkühlbehältern gelagert zu werden, sind nicht ohne. In Russland kostet das bis zu 150.000 Euro. Sparen kann man, wenn man nur einzelne Organe oder den Kopf einfriert. Rechtlich gesehen ist es in Deutschland nicht möglich, langfristig eingelagert zu werden, denn das gilt als Bestattung. Doch es geht schon tatsächlich und funktioniert auch, nur nicht mit ausgewachsenen Menschen, sondern mit Teilen. Im kleinen Rahmen geht Kryonik nämlich, oder eine Art Kryonik, nämlich sogar in Deutschland. Beispielsweise gibt es in Leipzig ein Unternehmen, das Stammzellen von Neugeborenen einfriert. 3.400 Euro kostet das für 25 Jahre. Falls also bei dem Menschen später in seinem Leben mal ein Knorpel abgenutzt sein sollte, können aus den eingefrorenen Stammzellen neue Knorpel gezüchtet werden. Das Fazit:
zur Kryonik ist also durchwachsen. Die meisten seriösen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halten es für Quatsch, dass Menschen eingefroren und aufgetaut werden, um dann einfach weiterzuleben. Selbst in der Zukunft sei das technisch kaum zu realisieren. Selbst die vielen Anhänger der Kryonik selbst halten eine erfolgreiche Reanimation in der Zukunft für eher unwahrscheinlich. Sie schätzen die Wahrscheinlichkeit bei dem aktuellen technischen Know-how bei etwa 5%. Naja, aber ist ja schon mal was. Mal sehen, ob die Chancen in Zukunft steigen. Wenn ihr zu den Ersten gehören wollt, die Neues dazu erfahren, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch mit mir über Telegram, Instagram oder den Facebook Messenger verknüpfen. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klickso mitmachen und zum Beispiel Themen vorschlagen. Einfach hier draufklicken und zur Begrüßung habe ich ein kleines Goodie für euch im Begrüßungstext versteckt. Und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter, dafür auch draufklicken. Ist der Tod tödlich oder leben wir weiter? Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.